Willkommen auch an Sie, auch einer der vielen neuen Trainer in der Liga. Auch bei Ihnen die Situation ähnlich wie beim Vorgänger, sehr große Fußstapfen, in die man da treten muss, darf. Inwieweit fühlen Sie sich denn nach dieser Vorbereitung trotzdem schon bestätigt, dass das die richtige Entscheidung war, zum LASK zu gehen? Ja, ich glaube, eigentlich kann ich die Worte eins zu eins kopieren und einfügen. Also für uns war bis jetzt wie alle Vereine hier eine gute Vorbereitung. Wir sind alle zufrieden, wenige Verletzte. Ich glaube, dass wir sind sehr, sehr fokussiert, weil wir wissen, dass wir viel Challenge vor der Brust haben, dass wir viele Herausforderungen, die wir meistern müssen, das ist uns klar. Aber parallel sind wir auch ambitioniert und wir wollen unsere Philosophie durchsetzen, weiter verfolgen, unser System verfeinern. Und das haben wir in der 4 Wochen gemacht mit der Mannschaft. Die Mannschaft hat das gut umgesetzt. Und jetzt, wir sind froh, dass es endlich losgeht, dass es nicht immer diese Lücke haben unter der Woche, eine unnötige Diskussion, dass wir endlich über Fußball reden können. Man hat ja schon bei vielen Gesprächspartnern herausgehört, man weiß nicht so wirklich, wo die eigene Mannschaft steht, man hat noch nicht so den Vergleich gehabt. Was würden Sie denn sagen von Ihrer Einschätzung her, wie weit ist der LASK schon in Prozent ausgesprochen, wie viel Prozent? Zu 100% sicher nicht, aber hat man gesehen, der letzte Spiel gegen Heidenheim sah richtig gut aus teilweise. Wir müssen ein paar Schrauben drehen noch, aber das haben wir klein gesprochen und diese Woche ist dafür da auch, um nochmal den Sinn zu schärfen, nochmal Akzent zu setzen und nochmal deutlich zu machen, was unsere Werte sind, wo wollen wir hin. Und dann wollen wir das umsetzen im Cup. Gerne, wir haben gehört, es müsste noch an Schrauben gedreht werden. Was sind so die Schrauben, die Ihnen da gleich einfallen, wo noch ein bisschen justiert werden muss? Ja, ich denke, es ist ja bekannt in der Liga, dass wir eine Mannschaft sind, die sehr gut gegen den Ball agieren kann. Aber wir müssen uns sicher darauf einstellen, dass manche Gegner wahrscheinlich zu uns kommen und sagen, nimmst den Ball, machst was damit. Und das ist sicher was, wo wir uns verbessern können. Und das ist auch, was der Trainer vom ersten Tag weg eigentlich schon vorgelebt hat. Wir wollen uns im Ballbesitz verbessern und ja, im Spielaufbau. Und ich denke einfach, die Mechanismen, die letztes Jahr schon super griffen haben, einfach wieder bekräftigen und stärken und den neuen Mitspielern vermitteln. Und ich denke, da sind wir gemeinsam auf einem sehr guten Weg. Was würden Sie denn sagen, was ist denn die größte Veränderung jetzt unter dem neuen Trainer? Vielleicht gar nicht so sehr spielerisch gesehen, sondern so im alltäglichen Miteinander. Ja, ich denke, es geht jetzt nicht darum zu vergleichen. Ein Trainer kann man nie vergleichen. Jeder Trainer bringt seine eigenen Stärken ein, hat seine eigene Weise, wird Dinge vermittelt. Und ich denke, der Trainer ist ein sehr ruhiger Trainer. Ist er sicherlich gut für uns. Gerade dann aber neue Herausforderungen warten auf uns. Brauchen wir jemanden, der Ruhe vermittelt und das lebt er vor. Und ich hoffe, das können wir in der Mannschaft auch aufnehmen. Was würden Sie sagen, wenn man jetzt dann den LASK spielen sehen wird, was wird so der größte Unterschied sein, den Fans, Zuschauer, die Medien erkennen werden, vielleicht im Vergleich zum Vorjahr unter Ihrem Vorgänger? Ich glaube, es gibt Phasen im Spiel, wo wir mehr Rollungsphasen anbauen müssen. Du kannst nicht an Anschlag spielen und dadurch, dass du ein internationales Spiel, dann es ist klar, dass irgendwann mal müssen wir ganz genau uns überlegen, welche Vision ins Spiel gehen wir rein, was wollen wir umsetzen und wenn wir in Torchance kommen, dass wir das ein bisschen effektiver das reingehen, dass wir mit Sorgfalt mit unserem Pressing angehen, dass wir, wenn gute Balleroberung haben, dass wir zum Torabschluss kommen bzw. zum Tor und das haben wir das Spiel zu verwalten. Das ist natürlich erstmal der Plan, der steht, aber man weiß, wie es ist im Fußball, dass du einen Plan im Schubladen und nach 5 Minuten kann sein, dass deine Plan in der Mülleimer landet. Deswegen, wir wollen noch flexibel sein, aber wir sind einfach fokussiert, konzentriert auf was auf uns zukommt, gut vorbereiten. Der Verein hat uns unterstützt, dass wir auch viele Tools haben, um jetzt Trainingsüberwachung, Trainingssteuerung, dass wir da ganz genau arbeiten können und das wird das unsere Ziel. Sind wir auch gefordert in der Trainerteam, dass wir mit der Spieler in engen Austausch auch zu wissen, okay, wer fühlt sich zu 100%, dass wir alle die richtige Entscheidung treffen können. Was würden Sie sagen, was sind Sie für ein Typ, wenn es darum geht, sich Ziele zu stecken? Sind da klare Platzierungen, die am Ende stehen oder wie handhaben Sie das? Nein, aber ich glaube, als Spieler war ich so und als Trainer auch so. Wir wollen alle gewinnen und darum geht es. Deswegen machen wir diesen Job. Wir trainieren, um das Spiel zu gewinnen. Alles andere wäre gelogen. Aber ich glaube, es gibt auch eine Realität, die da ist bei LASK. International muss man auch diese Herausforderung annehmen. Wir sind sehr froh, dass wir dabei sind. Eine Vorfreude.
Aber wir haben trotzdem die Ambition, auch in obere Playoff zu landen, um dann eine Platzierung jetzt zu sagen. Ich glaube, das ist einfach viel zu früh, weil erst im Dezember können wir schauen, rückblicken, sagen, okay, haben wir das geschafft, haben wir das gut geleistet, sind wir in unsere Soll. Deswegen momentan ist es viel zu früh. Mittelfristig, das ist klar, dass so Playoff eine Ziel ist für der LASK, auf eine Platzierung zu sagen, kann ich momentan nicht beantworten. Danke. Und abschließend, träumen darf man ja immer. Wie sehr erlauben Sie es sich zu träumen, gerade was das internationale Geschäft betrifft? Ja, wir freuen uns natürlich riesig auf die Herausforderungen, die auf uns warten. Und ist natürlich schon so, dass wir, wir haben natürlich das Glück, in der Champions League starten zu dürfen. Und es ist nicht so, dass wir dorthin fahren und egal ist, was da passiert, weil wir sowieso fix in der Europa League sind, sondern wir wollen da natürlich den LASK gut vertreten und den österreichischen Fußball gut vertreten. Und ja, was dann am Ende dabei rausschaut, werden wir sehen. Und in der Bundesliga wird einfach unser primäres Ziel sein, in die Meisterrunde einzuziehen. Und dann hat man gesehen, wie letztes Jahr schiebt sich alles zusammen und eigentlich beginnt es wieder von vorne. Und ja, ich denke, das sind unsere Ziele. Wir bleiben demütig und versuchen, uns auf unsere tägliche Arbeit zu konzentrieren. Vielen Dank. Alles Gute für den Saisonstart.